Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit. Und wie ihr es gewohnt seid, biete ich euch auch heute wieder 30 Weisheiten, Lyrics, Limericks etc. schöne Dinge, die zur Inspiration, zum Nachdenken anregen sollen und auch manchen in einigen Lebenslagen helfen können. Fangen wir einfach ganz vorne an, weil hinten so weit weg ist, mit der Nummer 1. Das mit der Faust auf den Tisch schlagen nimmt ab, wenn er gedeckt ist. Von Peter Maywald. Zweitens. Die Einigung Europas gleicht dem Versuch, ein Omelett zu backen, ohne Eier zu zerschlagen. Von Paul Lacroix. Drittens. Eine begonnene Aufgabe ist schon halb erledigt. Habe den Mut zu beginnen. Autor ist unbekannt. Wohin Denken und Experimentieren führt, hat uns das Mittelalter gezeigt. Aber dieses Jahrhundert lässt uns sehen, wohin Experimentieren ohne Denken führt. Von Arthur Schopenhauer. Fünftens. In einem polnischen Nest bleibt ein Reisender mit seinem Automobil stecken. Alle Mühe, den Wagen selber zu reparieren, ist vergeblich. Man ruft den jüdischen Dorfklempner. Dieser öffnet die Motorhaube, blickt hinein, versetzt den Motor mit einem Hämmerchen einen einzigen Schlag und der Wagen fährt wieder. Macht 20 Zloty, erklärt der Klempner. Der Reisende: So teuer? Wie rechnen Sie das? Der Klempner schreit auf: Gegeben a Klopp, 1 Zloty. Gewusst wo? 19 Zloty. Sie kennen diese Geschichte. Sie wird immer wieder gern erzählt, weil sie auf einfache Weise eines verdeutlicht. Wissen ist Macht. Ein Hammer in der Hand eines Unwissenden ist bestenfalls ein Instrument, um etwas zu zerstören. Ein Hammer in der Hand eines Meisters ist ein Werkzeug der Intelligenz und dessen Verstandes. Gewusst wie, wo, wann, wie lange, wie fest und warum. Das ist auch der Sieg des Geistes über den Zufall, des Verstandes über das Unerklärliche, Unbegreifliche. Wer etwas beherrschen will, muss wissen, wie etwas funktioniert. Von Salzia Landmann. Sechstens. Wenn du zweifelst, ob eine Handlung gut oder schlecht ist, dann lass sie bleiben. Der Autor hierfür ist unbekannt. Siebtens. Humor ist die Fähigkeit, im Leben mit Gegenwind zu segeln. Autor unbekannt. Achtens. Fanatiker lassen sich schon aus Überzeugung nicht überzeugen. Von Gerhard Uhlenbruck. Neuntens. Verliere die Beherrschung und du verlierst den Kampf. Der Autor ist unbekannt. Zehntens. In den Stunden des nackten Entsetzens tropfen die Sekunden wie langsam fließender Honig in die Gegenwart. Von Christa Schiboll. Elftens. Du kannst tausende Fehler machen, aber mache keinen zweimal. Von Frank Heister. Zwölftens. Sehne dich nicht nach den Unmöglichen, aber gib niemals auf, wenn du an eine Sache glaubst. Autor ist unbekannt. Dreizehntens. Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht. Von Laurenz Johnston Peter. Vierzehntens. Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin. Von Giacomo Girolamo Casanova. 15. Eine scharfe Zunge ist gefährlicher als ein scharfes Schwert. Autor unbekannt. 16. Das Fernsehprogramm ist insofern sehr aufschlussreich, als das verrät, für wie blöd die Macher ihr Publikum halten, beziehungsweise für wie dumm sie es verkaufen wollen. Von Tom Renzi. 17. Während der Diktator die Regierenden kritisiert, kommt ins Gefängnis. Während die Demokratie über die Regierenden schimpft, kommt ins Fernsehen. Von Manfred Rommel. 18. Versuche dich so zu sehen, wie andere dich sehen, und sei auf eine unangenehme Überraschung gefasst. Der Autor hierfür ist leider unbekannt. 19. Ich kann nicht verstehen, warum man sich im Fernsehen für Störungen entschuldigt, aber niemals für das normale Programm. Von Otto Preminger. 20. Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Gasthäuser. Vom alten Gelehrten Demokrit. 21. Wer Freund ohne Fehler sucht, der bleibt ohne Freund. Autor unbekannt. 22. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Von Jean Giraud. 23. Flirten ist der Versuch, gleichzeitig Feuer zu fangen und zu löschen.
von Senta Berger. 24. Gib nur ein Versprechen, wenn du auch gewillt bist, es zu halten. Der Autor hierfür ist unbekannt. 25. Folge deiner Sehnsucht, sonst verfolgt deine Sehnsucht dich. Von George Wilhelm Exler. 26. Alle wollen den Geistesblitz, doch kaum einer mag den Donner, der unweigerlich folgt. Von Juri Kaifens. 27. Man sollte sich nie etwas so sehr wünschen, dass es weh tut, es nicht zu bekommen. Der Autor ist unbekannt. 28. Forschung ist immer das Weiterforschen, wo andere aufgehört haben. Das Weiterbauen, auf Grundsteinen und Gerüsten, die andere vorbereitet haben. Und damit allerdings leider zugleich auch mitunter das Weitergehen auf Irrwegen, die andere eingeschlagen haben. Von Hubert S. Markel. 29. Wenn der Fortschritt zu schnell geht, stolpert er. Von Markus Keimel. Und last but not least, 30. Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt wurden. Der Autor hierfür ist unbekannt. Ja, waren wieder einige spannende Sachen dabei, viele verschiedene Themen und viele schöne Dinge. Und ich muss sagen, mir hat das diesmal sehr gefallen, auch wenn ich diesmal recht lange gesucht habe, um ein paar gute zu finden und viele, viele, naja, ich sag mal eher nicht so gute gefunden habe, die ich auch aussortiert habe. Aber genau dafür gibt es ja dieses Video, damit ihr die gefilterten Varianten erhaltet und schon seht, was gut ist und was nicht. Immerhin Zitate gibt es zuhauf. Man kann sich ein Buch nehmen und aus jeder Zeile ein Zitat machen, wenn man das möchte. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es auch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und bleibt auf dem rechten Pfad. Tschüss!